Hallo liebe Torhüter, hallo liebe Torhüterinnen. Kommen wir zu unserem nächsten Kapitel, Torwarttraining daheim. Wir müssen ja auch an unsere Schlussmänner denken. Die sollen natürlich auch nicht zu kurz kommen und in der Zeit, in der wir momentan nicht am Fußballplatz stehen, einfach weiter trainieren können und einfach fit bleiben. So, wir haben uns natürlich auch hier ganz viele Übungen für euch überlegt, die ihr entweder im Wohnzimmer oder im Garten auch üben könnt. Alles, was ihr dazu benötigt, sind ein paar Toilettenpapierrollen. Ein, noch besser wären natürlich zwei Fußbälle und eure Eltern, entweder Mami oder Papi, die euch dabei unterstützen und euch den Ball zuwerfen. Keine Sorge, für die Eltern ist es kein großer Aufwand, denn es sollen ja unsere Torhüter trainieren. So, kommen wir gleich mal zur ersten Übung, die ist ganz schnell und ganz leicht aufgebaut. So, der Aufbau ist ganz einfach. Wir haben hier drei Klopapierrollen, über die müssen wir jetzt gleich hin und her springen. Ja? Dann haben wir hier und hier vorne, schräg vorne, eine Toilettenpapierrolle, genau die nur kurz. So, und wir haben unseren Torwarttrainer, unseren Papi oder unsere Mami vor uns und die haben jetzt erstmal den Ball. So, eure Aufgabe ist, ihr springt über die Klorollen drüber, dann rückwärts zurück und dann wieder nach vorne. Okay, dann bekommt ihr vom Torwarttrainer den Ball zugeworfen, den müsst ihr fangen und auch wieder zurückspielen. Im Anschluss gibt es eine zweite Aufgabe, die wir mit dem Fuß bewältigen müssen. Nicht besonders schwer, ich zeige euch einmal, wie es geht. Viel Spaß beim Nachmachen. Also, ersten Sprung drüber, zurück, drüber. Stehen bleiben, fangen. Achtet beim Fangen darauf, dass die Daumen schön hinter dem Ball abschließen, dass die Arme schön weit vor dem Oberkörper sind und gebt den Ball wieder zurück. So, jetzt die zweite Aufgabe. Ihr lauft zuerst rechts rum, seitlich weg und der Trainer rollt euch den Ball zu, den ihr jetzt hinter die Klorollen lenken müsst. Hier ist es der linke Fuß und hinter den Rollen angekommen, steigen wir auf den Ball und machen eine Sohlenwende mit dem linken Fuß, spielen den Ball zurück und okay. So, in der zweiten Runde geht es dann um die linke Rolle weg. Also, wir machen das einmal durch, lieber Papi. So, eins, zwei, drei, fangen, zurückwerfen, seitlich rum, mitnehmen den Ball, Sohlenwende rechts jetzt. Und wir spielen zurück. Zweiter Durchgang. Eins, zwei, drei, hopp, rauswerfen, seitlich rum, hopp, lenken, Sohlenwende, spielen und nochmal. Hopp, hopp, hopp. Fangen, zurück und einmal rum. Hopp, annehmen, Sohlenwende, spielen. Einmal noch kurz der Sprung, der Wurf. So, nochmal Daumen schließen ab. Zeigefinger sind in der Nähe. Wenn eure Hände noch relativ klein sind, könnt ihr den Ball auch ein bisschen weiter außen greifen. Wichtig ist nur, dass eure Daumen hinter dem Ball abschließen und wieder einen Blick auf die Daumen werft. Ja? Kleiner Tipp noch von mir, drückt immer ganz fest auf den Ball drauf, als würdet ihr ihn zum Platzen bringen wollen. Ja? Dann ist der Ball schön sicher und wer dann noch sicherer sein möchte, der zieht den Ball danach zu seiner Brust, gibt ihn nicht mehr her. Alles klar, wir machen nochmal einen Durchgang, dann könnt ihr richtig losgehen. Und auf geht's. Hopp, 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 fangen. Hier rumlaufen, Anspiel, Sohlenwende, zurückspielen, vorwärts, rückwärts, vorwärts, werfen, fangen, rauswerfen, den Ball bekommen, lenken, Sohlenwende, spielen und jetzt seid ihr dran. Gebt Gas, viel Spaß. Okay Jungs und Mädels, erste Variante. Wir springen ein bisschen anders und diesmal sind es Einbeinsprünge. Wir starten vom linken Fuß, wobei der rechte Fuß in der Luft gehalten wird. Wir springen vom linken Fuß ab über die Rolle, soweit wir nach vorne kommen und landen auf dem rechten Fuß. Der linke Fuß bleibt hinten angezogen, die Ferse zeigt zum Popo. Vom rechten Fuß springen wir rückwärts zurück, landen wieder auf dem linken Fuß und versuchen alles gerade und im Gleichgewicht zu halten. Danach springen wir wieder nach vorne, bekommen jetzt in dieser Position einen Aufsetzerball und ihr seht schon, es ist nicht so einfach, das Gleichgewicht zu halten. Okay? Auch hier schließen die Daumen wieder ab, der Ball ist relativ weit vor dem Oberkörper gefangen, ihr werft den Ball zurück und es geht wieder in die Schleife rein. Diesmal verändern wir den Trick hier unten, wir laufen einmal rum, bekommen den Ball,
lenken und hinter den Hütchen machen wir eine Schussfinte. Hier mit dem linken Fuß, also so tun, als würde ich dort rüber schießen. Schussbewegung, rechter Arm, eindrehen, Schussfinte, spielen. Und beim nächsten Mal mit dem rechten Fuß lenken und rechts die Schussfinte. So, ich zeige es euch jetzt auf der anderen Seite. So, hopp, hopp, hopp. Aufsetzerball, fangen und los geht's. Rollen, lenken, Schussfinte, links spielen. Nächster Durchgang. So, hopp, hopp, hopp. Ersten Ball fangen, werfen, lenken, Schussfinte, linker Fuß und spielen. Hoppla, Klorolle darf nicht berührt werden. Und nochmal das Ganze. Hopp, hopp, hopp. Fangen, halten und los geht's. Lenken, Schussfinte und durch die Lücke zurückspielen. Ihr gebt Gas, trainiert ordentlich und habt Spaß. Okay, liebe Keeper, jetzt müssten wir eigentlich relativ warm sein. Ja? Schultern, Arme, Füße, Beine, alles müsste jetzt soweit aufgewärmt sein. Wir gehen weiter in die zweite Aufgabe. Auch hier brauchen wir wieder unseren Personal Trainer, entweder Mami oder Papi. Und wir brauchen zwei Toilettenpapierrollen, die ihr im Abstand von ca. 1,5 Metern nebeneinander aufstellen könnt. Das ist euer Türchen. Ihr selber befindet euch in dem Türchen. Gehen wir mal ganz kurz schnell auf die Grundstellung ein. Ganz kurz nur. Bitte nicht dastehen wie ein Waschlappen, so ohne Spannung auf der Ferse und im Rudern. Sondern wir wollen das Gewicht eigentlich eher auf die Zehenspitze drücken. Den Rücken gerade lassen, die Arme sind schon in der Vorhalte. Ihr könnt die Arme hier auf den Bauchnabel legen oder in den Schoß und vor allem die Zeigefinger und Daumen schon mal vorsichtshalber zusammennehmen. Ja? So, das ist unsere Stellung. Am besten jetzt noch ein bisschen in die Knie gehen, weil man jetzt hier einfach schöner wippen kann und die Muskulatur ein bisschen mehr vorspannt. Okay? So, ihr bekommt von eurem Trainer den Ball zugeworfen und fangt den Ball hier vorne. Okay? So, jetzt drehen wir uns erst auf die rechte Seite, stoppen den Ball, Dropkick runter auf die rechte Seite, Dropkick stoppen, aufhalten den Ball, ziehen zurück, hinterm Standbein, links spielen und im Anschluss bekommt ihr einen Ball zum Aufnehmen. Alles klar? So, wir machen das Ganze nochmal langsam, der Trainer darf ruhig ein bisschen warten vor der zweiten Aktion. Also, Grundstellung, der Wurf kommt, wir fangen den Ball. Einmal aufdrehen, Dropkick stoppen, ziehen, zurück, spielen. So, ganz kurz Stopp. Wir gehen in die Grätsche, nehmen die kleinen Finger zusammen, drücken sie zum Boden und bekommen den Ball zugespielt. Ihr könnt dabei ins rechte Knie oder auch ins linke Knie gehen, wie es euch einfach am besten gefällt. Okay? Was nicht sein sollte, ist, dass ihr euer Knie auf den Boden setzt, denn wenn der Ball nur ein bisschen auf die Seite kommt, haben wir hier ein ganz schönes Problem und kommen nicht mehr rüber, weder mit den Händen noch mit dem Oberkörper. Bleibt in der Grätsche und haltet den Ball die ersten paar Male einfach immer so auf und zieht ihn zur Brust. Alles klar? Zurückwerfen und die andere Seite ist dran. Position, fangen, wegdrehen, Dropkick stoppen und der linke Fuß ist dran. Ziehen, zurück, spielen, Position und wir nehmen den Ball wieder auf zur Brust. Okay, nochmal, Position, hopp, andere Seite, Dropkick stoppen, ziehen zurück, spielen, Grätsche, kleine Finger zusammen und in die Hände spielen. Alles klar? Wenn ihr das drauf habt, kommen wir gleich zur zweiten Variante. Viel Spaß beim Üben. Okay, zweite Variante. Wir starten hier wieder in der Grundstellung. Und kümmern uns jetzt um einen Ball, der eben nicht in dieser Kopf- oder Brusthöhe ist, sondern etwas weiter unten, nämlich hier, wo der Hosenbund immer ist. Schmeiß mal den Ball her, lieber Trainer. Hier ist es ziemlich schwierig, den Ball richtig zu fangen. Vor allem, wenn ich versuche, meine Daumen dahinter zu bringen. Ihr seht schon, eigentlich fange ich mehr mit den Fingern und der Ball hat von hinten vor allem keine Sicherung. Das heißt, wenn der durchfliegt, könnte es ganz schön schmerzhaft werden, weil er in den Unterbauch geht. Deswegen nehmen wir eine andere Technik. Wir machen eine Grube. Okay, wir stehen in der Position. Wenn der Ball kommt, gehen die Knie ein bisschen weiter nach außen und wir machen eine Grube und lassen den Ball wie in eine Grube hier an den Bauch fallen und drücken mit den Händen den Ball zum Körper. So,
Das ist die Aufgabe in der zweiten Variante. Danach, wenn ich den Ball bekommen habe, stoppe ich ihn, Dropkick zur Seite, Dropkick stoppen, ziehen, Fußwechsel, spielen. Und Achtung, jetzt, wenn wir den Ball aufgenommen haben, lassen wir uns in Zeitlupe ganz langsam auf die Ellenbogen nach vorne plumpsen und legen uns mit der Brust auf den Ball drauf. Okay? Versucht schön weit unten zu bleiben, damit die Ellenbogen nicht auf den Boden knallen. Legt sie sauber vor euch ab, am besten das Ganze in Zeitlupe. So, nochmal von vorne, jetzt können wir richtig loslegen. Erster Ball in die Grube, dann aufdrehen, Dropkick stoppen, ziehen, Fußwechsel, spielen, Grätsche aufnehmen und Zeitlupe auf die Ellenbogen fallen. Nochmal der Durchgang. Position, in der Grube fangen, aufdrehen, Dropkick stoppen, ziehen, Fußwechsel, spielen und bereit machen. Grätsche, Finger zusammen und jetzt langsam auf die Ellenbogen. Alles klar? Viel Spaß beim Üben und legt los. Okay, in der nächsten Übung geht es darum, uns mal auf die Fangtechnik zu konzentrieren. Ihr braucht dazu eigentlich nur euren Trainer. Am besten jetzt zwei Bälle, welche Bälle auch immer. Es kann ein kleiner Ball sein, es kann ein Softball, ein Stoffball oder eben ein Fußball sein, ein weiterer. Wir stellen uns wieder in unsere Toilettenpapierrollen und was wir jetzt bräuchten, wäre eine Wand. Okay? Ihr könnt euch so hinstellen, dass die Wand in eurer Nähe ist, zum Beispiel auf der rechten Seite. Euer Trainer steht vorne mit beiden Bällen und es kann losgehen. Der erste Ball wird normal gefangen. Daumen schließen hinten ab, Ball weit vor dem Oberkörper. Jetzt drehe ich mich, aber nur im Oberkörper, Richtung Wand. Die Fußspitzen bleiben und zeigen weiter nach vorne zum Trainer. Ich drehe mich zur Seite, werfe den Ball gegen die Wand und fange ihn wieder auf in derselben Fangtechnik. Also, werfen, fangen. Ich drehe zurück, bekomme Ball Nummer 2 und stupse den zurück zum Trainer, ohne meinen Ball loszulassen. Okay? Drückt dabei ordentlich fest von beiden Seiten auf den Ball und nochmal stupst den Ball zurück. Als letzter Ball euren Ball fallen lassen und den vom Trainer nochmal fangen. Danach gehen beide Bälle zurück. Wir bleiben schön fest versteinert auf dem Boden und bekommen den ersten Ball. Fangen, rotieren, werfen, fangen, stuppen und Ball Nummer 2. Alles klar? Nochmal von vorne. Hopp, erster Ball. Rotieren, werfen, fangen, stippen und fangen. Danach in die Sicherung rein. Und von vorne. Beide Bälle beim Trainer. Hopp, drehen, zurück und fangen mit sichern. Alles klar? Ihr könnt hier, wenn ihr euch schon sicher fühlt, das Ganze auch noch variieren, indem ihr den Ball vom Trainer etwas höher zurückbekommt, indem ihr den Ball zum Beispiel in die Grube bekommt. Das könnt ihr euch jetzt selber ausmalen. Das ist die Grundidee, was ihr daraus macht, wie ihr die Übung weiterspinnt, könnt ihr mit euren Eltern gemeinsam euch überlegen. Vielleicht schickt ihr auch das ein oder andere Video zurück, damit wir Trainer auch noch besser werden. Okay, jetzt erstmal viel Spaß beim Üben und Gas geben. Okay, für die nächste Übung wollen wir uns so ein bisschen ums seitliche Abrollen, ums seitliche Bewegen zum Ball kümmern. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf die Knie, die beiden Toilettenpapierrollen vor uns, markieren eine kleine Linie, die wir gleich überfallen müssen. Ja? Überfallen, indem wir uns über diese Linie bewegen. Ja? Wir nehmen dazu einmal den linken Fuß nach hinten raus und stellen ihn mal möglichst weit weg vom Popo. Okay? Wichtig ist, dass der Popo in der Luft bleibt und sich nicht hinten auf die Ferse setzt. Manchmal macht man sich so ganz gerne bequem. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Wir wollen aufrecht bleiben, die Hände schon in den Schoß und den linken Fuß weit weg vom Popo halten. Wir bewegen uns jetzt, wenn der Ball gleich kommt, nach vorne über die Linie mit beiden Händen, wollen den Ball vor der Linie halten und landen seitlich. Okay? Also der Ball kommt. Hopp, seitlich landen, den Ball vor der Linie halten, mit der oberen Hand zurückspielen. So, aus der Position jetzt über das Knie nach oben rollen und wieder in die Startposition. Die Hände nicht vergessen, sondern zurück zur Mitte. Und der zweite Ball kommt.
hopp, einmal aufstehen und der nächste Ball. Ihr könnt das Ganze jetzt schon schneller machen. Hopp, vielleicht auch als Pass spielen, je nachdem, wie gut euer Trainer ist. Und nach 10 Einheiten können wir eine Pause machen. Okay? Das Ganze dann auf die andere Seite. Startet diesmal mit dem linken Knie in der Mitte. Der rechte Fuß ist weit weg vom Popo. Die Arme wieder in Schoß und los kann's gehen. Über die Seite und ihr seht jetzt schon, die obere Hand drückt den Ball in den Boden. Die hintere Hand hält den Ball auf. Und was trifft sich wieder? Genau, eure Daumen. Obere Hand spielt den Ball zurück, über die Wippe nach oben und nach unten. Hopp, nach oben kommen, Hände zusammen, hoppla, nicht ganz so weit, lieber Trainer. Und los geht's. Hopp, über die Linie und wieder. Hopp, wow. Oh. Spielen wir ein bisschen mehr in die Mitte rein. Sorry. Hopp, da kommt der Ball und zurück. Zwei Stück noch. Hopp. Und der letzte Ball. Hopp. Genau. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Gebt Gas und fordert eure Trainer ordentlich heraus. Gebt Gas. Okay, Jungs und Mädels, zum Abschluss der heutigen Trainingseinheit hier noch eine kleine Challenge für euch. Ihr habt vorhin schon mitbekommen, dass wir aus der Grundstellung hier von den Knien weg den Ball immer wieder auf der Seite gehalten haben. Jetzt wollen wir eine kleine Challenge daraus machen. Das heißt, ihr sucht euch jetzt irgendwelche Gegenstände, die ein kleines Türchen markieren. Zum Beispiel T-Shirts oder Topflappen, irgendwas, was euch einfällt. Die Klopapierrollen setzt ihr einmal auf die linke Seite und auf die rechte Seite, wie ihr möchtet. Die können etwas näher oder auch ein bisschen weiter von euch wegstehen. Total egal. Schaut, dass der Abstand ein bisschen größer ist zwischen den Rollen. Und ihr bekommt jetzt von eurem Trainer den Ball immer flach zugespielt. Und ihr nehmt ihn so auf aus der Grundstellung, wie wir es eben geübt haben. Okay? Hände nach vorne, Knie nach vorne und dann am Abrollen versuchen wir eines dieser Röllchen abzukegeln. Okay? So, ihr habt insgesamt 6 Versuche, ähnlich wie beim Torwartschießen. Und ihr schaut, wie viele Rollen ihr davon wegschießen könnt. Okay? Das Ganze sollte immer im Wechsel passieren. Rechte Seite zuerst, dann die linke Seite, dann wieder im Wechsel die rechte Seite. Kleiner Tipp für die Trainer, 2 Bälle sind besser als einer. Es geht aber auch mit einem Ball, je nachdem, was ihr zu Hause zur Verfügung habt. Wir starten jetzt einfach mal und ich gucke, wie viel ich von diesen 6 Röllchen schaffe. Erste Runde, hopp und erster. Hopp und los geht's. Boah, wie bin ich? Okay. Super, hey. Alle geschafft? Sehr gut. Ein kleiner Tipp für euch noch. Wenn ihr aus eurer Grundstellung wieder zurückkommt auf die Knie, versetzt immer die Knie bei jedem Mal, wo ihr aufsteht. Rechtes Knie vorne, Grundstellung, linkes Knie nach vorne und der Wechsel passiert einfach viel schneller und flüssiger. Schaut, wie viel ihr schafft. Ich glaube, ihr schafft alle 6 genauso wie ich. Ihr könnt auch die Klorollen das nächste Mal viel weiter wegstellen, je nachdem, wie viel Platz ihr eben habt. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Üben. Macht's gut.